Me, das ist die aktuelle CD von Georgie Fame, die ich nur zufällig hier reinhalten darf. Und falls Sie in den nächsten Wochen scheiden lassen möchten, die aktuellen Forderungen, damit Sie orientieren können, Tatum O'Neill will von John McEnroe 150 Millionen Mark, Frau Khashoggi 30 Millionen, Ivana Trump hat 37 Millionen bekommen, die Frau von Spielberg 175 Millionen und vergleichbar für uns alle vielleicht die Frau von Michael Douglas will nur das Haus auf Mallorca. Das müsste machbar sein. Es war eine kurze Sache in der Reihe Witze, die im Sand verebbten und es war sehr bewusst gemacht, denn es wird jetzt festlich, willkommen zu unserem offiziellen Standesamtwitz. Dann kommen wir jetzt zur Trauung. Ich frage Sie, Frieda X, wollen Sie den hier anwesenden Herbert F. heiraten? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Ich frage Sie, Herbert F., wollen Sie die hier anwesende Frieda X heiraten? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Was machen Sie denn? Ich bin Ehebrecher. In unserer Reihe Begnadete Körper darf ich jetzt um höchste Konzentration bitten. Mit einem 10 Meter hohen Seiltanz wollen wir hoffen, dass es gut geht. Denn es ist ein hässliches Geräusch, wenn alte Knochen brechen. Herbert Feuerstein. Seiltanz auf 10 Meter. Ja. Die Idee war, nein, ein Tanz mit dem Seil. Es war so toll. Und du stehst da und lachst. Ich habe nicht gelacht. Doch. Nein. Komm. Es sei doch nicht so. Ich habe nicht gelacht. Wirklich nicht. Mach eine Statistik. Ja? Du bist so schön. Du siehst aus wie meine Nachttischlampe. Komm, lass uns die Gruppe auslosen, wer anrufen darf. Das sieht toll aus, oder? Sieht doch toll aus. Ja, ja. Bring die Schüssel, lass anrufen. Feuerstein. Lass uns auslosen. Es sieht toll aus. Sieht aus wie mein letzter Pudel. Nein, jetzt bitte. Hör mal auf. Ich gehe raus. Nein, bitte nicht. Und mach jetzt keinen randgruppenmütziger Seiltänzer, ja? Überhaupt nicht, nein. Ist das ein Bruchband oder ist es nur das Tütchen? Bobs, gib es mir. Ja, mach, wirklich. So. Komm, das ist albern. So, die Randgruppe heute dürfen anrufen Frauen, die Lynn heißen und noch nicht zu Abend gegessen haben. Die Telefonnummer sind Sie jetzt eingeblendet. Ja. 0221 25 80 967. Köln und dann 25 80 967. Lynn müssen Sie heißen und noch nicht zu Abend gegessen haben. Irgendwie sehr kaputt, oder, Feuerstein? Feuerstein. Ja, ich mache jetzt keine Statistik. Doch bitte. Nein, hör mal, das ist unglaubwürdig, wenn ich jetzt hier in diesem Wieso denn? Eine Statistik mache. Hör mal, da lacht er auch dann. Du, das macht so einen Schlankenfuß. Bitte, mach eine Statistik. Über Gewalt im Fernsehen, ja? Ja. 24% sind für mehr Gewalt im Fernsehen, 23% sind für weniger Gewalt im Fernsehen und 57% die haben überhaupt keine Meinung dazu, weil sie den Fernseher als Wurfgeschoss beim Familienkrach benutzen. Siehst du, ich wusste, das geht schief und da bist du schuld und die Statistik kam überhaupt nicht an. Toll. Und so kann man keine Statistik machen. Ganz toll, es war so super. Hat mir so gut gefallen. Hey, Telefon. Schmetterlander, guten Abend. Hallo. Hallo, wie heißen Sie? Ilting, I-L-T-I-N-G. Vorname? K-W-K-A-W-E-H. Lynn, und noch nichts zu Abend gegessen.
Ist doch eindeutig. Das ist jetzt nicht mehr Lynn, das geht jetzt um den Preisträger. Ja, anrufen darf nur, wer Lynn heißt und noch nicht zu Abend gegessen hat. Habe ich doch eindeutig formuliert, oder? Jetzt waren wir so gut in der Zeit und jetzt verplempern wir am Schluss wertvolle Sendeminuten, weil niemand anruft, der Lynn heißt und noch nicht zu Abend gegessen hat. Vielleicht machen wir eine singende Säge an dieser Stelle. Moment! Wusste ich's doch. Schmiedeinander, guten Abend. Hallo? Ja, einen schönen guten Tag, meine Lieben. Muss ich die Glotze doch das mal leiser machen? Wie heißen Sie? Ja, natürlich heiße ich Lynn und ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Wieso verstellst du deine Stimme? Machst du so einen billigen Telefon-Sex im Nebenjob? Ach, nein, habe ich doch gar nicht nötig. Nein. Woher rufst du an? Aus Erlangen. Aus Erlangen? Aus Erlangen. In Franken? Ja. Mein Gott, die Geografenkenntnisse von dir sind aber echt ganz gut, ne? Okay, hör mal, Schuschu. Ja, eine kleine Frage. Nein, du stellst hier keine Fragen, du bist Anrufer. Nein. Der Kunde ist König. Bitte? Der Kunde ist König. Red nicht so wie in deinem Gewerbe, des König. Bin ich nicht. Also, T-Shirt oder Wischblatt? Die Adresse von Alex. Bitte? Die Adresse von Alex. Die Adresse? Ja, oder von den Hupfdolls. Der Junge sieht so strunzgeil aus. Hör mal zu. Hör mal zu. Hör mal zu. Ich hab das Gefühl, du bist ein ganz mieser kleiner... Nein, also das... Das muss ich alles rausixen. T-Shirts. Ja, okay. Ja, aber mit Foto von dir. War toll, dass du angerufen hast. Danke. Danke und schönen Abend noch. Gleichfalls. Ciao. Lynn. War doch nicht Lynn. Da habe ich wieder mal Glück gehabt, ne? Meine Damen und Herren, das war's für heute. Und Oma ist vielleicht so lieb und bringt uns unsere Klamotten, denn wir müssen uns umziehen. Es sind noch 5 Millionen Zuschauer. Danke dir, Oma. Draußen vor der Halle. Wir haben noch ein kleines Ständchen. Vielleicht setzt sich so lange in den Stuhl und ruhst dich aus. Ja? Das war's, meine Damen und Herren, bei Helge Schneider und bei Georgie Fame und seinen Söhnen für die Musik heute Abend. Aber du hattest diese Nummer nicht so. Mit dem Erlass. 5 Millionen Zuschauer sind noch draußen vor der Halle. Da werden wir jetzt ein Open Air machen. Nächste Sendung in 14 Tagen. Bis dann. Schönes Wochenende. Servus. Ciao.